Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Alicias Mom Life. In diesem Video erzähle ich euch von ein paar Veränderungen mit Baby oder Kind, was mir vorher keiner gesagt hat und was ich mir vorher auch einfach anders vorgestellt hätte. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Vorab möchte ich erstmal sagen, dass sich das Ganze jetzt vielleicht etwas negativ anhören könnte, dass sich einige Punkte negativ verändert haben. Ich möchte mit diesem Video überhaupt nicht Leuten davon abraten, ein Kind zu kriegen. Ich liebe es, Mama zu sein, und mir hätte nichts Besseres passieren können. Wirklich, ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich Mama einer gesunden Tochter sein darf. Trotzdem verändern sich einige Sachen und davon möchte ich euch gerne etwas erzählen. Zuallererst fangen wir mal ganz am Anfang an, und das ist noch bei der Geburt. Und zwar hat mir nämlich jeder eigentlich gesagt, ja Mensch, wenn du eine natürliche Geburt hast, das ist das Beste, denn wenn das Kind draußen ist, sind alle Schmerzen absolut vorbei und es ist alles wie vorher. Also, ich weiß schon jetzt ungefähr, wie es gemeint war, weil man nach dem Kaiserschnitt meistens einfach deutlich länger noch Probleme hat. Durch diese Narbe einfach, bis die verheilt und sowas. Aber es ist trotzdem nicht so, dass nach der natürlichen Geburt alles vergessen ist. So, das Kind ist raus und man fühlt sich wie vorher, also vor der Schwangerschaft. So ist es überhaupt nicht. Es können nämlich auch bei der Geburt Geburtsverletzungen auftreten und auch die müssen verheilen. Also ich hatte noch einige Wochen, wenn nicht sogar Monate nach der Geburt noch einige Beschwerden. Und das dauert einfach, bis das alles verheilt. Also man ist noch etwas eingeschränkt nach der Geburt. Das ist mir mal ganz anders erzählt worden, deswegen erzähle ich es euch, dass ihr gleich wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Es ist einfach so, dass nach der Geburt noch einige Zeit vergehen muss, bis wieder alles ist wie vorher. Die zweite Sache, die auch mit der Geburt zusammenhängt, ist nämlich das Stillen. Das Stillen ist die ersten Tage oder sogar auch die ersten paar Wochen sehr, sehr unangenehm. Also es ist nicht so, man legt das Kind direkt an und das ist immer wie in der Werbung, so wie gerne die Mütter ihre Kinder stillen. Die Anfangszeit ist wirklich sehr, sehr unangenehm, wenn der Milcheinschuss kommt und die Brüste spannen und sowas. Das muss sich alles erstmal einpendeln und auch das Anlegen vom Kind selber, das Nuckeln, tut wirklich weh die erste Zeit, aber man gewöhnt sich ganz, ganz schnell daran und dann ist Stillen wirklich das Schönste der Welt, sage ich mal. Ich habe es sehr, sehr genossen zu stillen. Die erste Zeit war, wie gesagt, sehr, sehr unangenehm, aber es lohnt sich weiterzumachen. Stillen ist einfach auch auf lange Sicht gesehen super einfach. Also man hat seine Milch immer dabei, immer auf richtiger Temperatur. Man muss keine Flaschen sterilisieren oder auch waschen. Ich habe das Stillen sehr, sehr genossen und ich möchte das jetzt auf keinen Fall schlecht reden, aber trotzdem ist die erste Zeit sehr unangenehm und das hat mir vorher keiner gesagt. Dann ist es auch so, die Zeit. Also ein Tag vergeht mit Kind einfach so, so, so schnell. Also ich weiß noch genau, die letzten Tage in der Schwangerschaft haben sich wirklich wie Kaugummi gezogen. Ich hatte das Gefühl, die Tage vergehen überhaupt nicht und alles war super anstrengend. Ich wollte einfach nur noch, dass es losgeht, und kaum war Mia geboren, hatte ich das Gefühl, der Tag hat nur noch 3 Stunden. Weil einfach alles länger dauert, man kann nicht richtig was planen irgendwie, dann kommt was dazwischen, dann muss das Kind doch nochmal gestillt werden oder gewickelt werden und dann vergeht wieder eine halbe Stunde. Also es ist einfach, die Tage vergehen super, super schnell mit Kind. Wie ich mir das auch immer vorgestellt habe, ich dachte immer, ja gut, Neugeborenes, das schläft ja fast den ganzen Tag, also ich werde noch genug Zeit für alles andere haben und auch vor allem für mich selber. Das ist überhaupt nicht so. Also die ersten Wochen war es echt so, ich habe nur gelegen, weil Mia einfach total meine Nähe brauchte. Der Haushalt war voll auf der Strecke. Ich habe eigentlich gar nichts mehr geschafft. Ich habe natürlich auch die Zeit super genossen mit Mia auf mir. Aber das hat mir auch vorher keiner gesagt. Weil ich hätte mir das vorher immer so vorgestellt, ja, das Kind schläft ja fast den ganzen Tag in der Wiege oder im Bett. Das war jetzt bei mir überhaupt nicht so. Und das ist nicht nur bei meiner Tochter, das ist auch bei einigen anderen Neugeborenen so. Und das ist auch völlig in Ordnung.
aber ich habe mich da vorher nicht drauf eingestellt, deswegen kann ich empfehlen, vor der Geburt nochmal alles tippitoppi sauber zu machen, weil man danach die erste Zeit nicht mehr dazu kommen wird. Natürlich kann euch auch euer Mann unter die Arme greifen, aber man selber schafft es dann erstmal nicht mehr. Nach den ersten Wochen hilft da aber sehr, sehr gut ein Tragetuch. Damit lässt sich der Haushalt super bewältigen. Das Kind ist ja auch noch sehr, sehr leicht die ersten Wochen. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann ich ein Tragetuch sehr empfehlen. Und da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt. Da ist nämlich die Organisation so wichtig. Was mir auch keiner vorher gesagt hat, ist, dass ohne Organisation überhaupt gar nichts geht. Man ist einfach nicht mehr so spontan wie vorher. Man muss einiges bedenken, einiges planen, einiges mitnehmen fürs Kind. Also es ist ja wirklich wie ein halber Umzug, wenn man einfach mal die Wohnung verlassen möchte oder das Haus, um jemanden zu besuchen oder sowas. Man muss wirklich einiges planen. Mein Tipp ist da immer wirklich rechtzeitig Verabredungen abzumachen. Nicht jetzt so spontan anrufen, ja, hast du jetzt Zeit oder so, das ist immer gerade mit einem Neugeborenen sehr, sehr schwierig. Also ich würde Verabredungen immer so, ja, einen Tag vorher zumindest oder zwei Tage vorher absprechen, dann kann man sich darauf einstellen, man kann in Ruhe schon alles vorbereiten und somit kommt man nicht in diesen Stress, sage ich mal, weil man einfach alles vorbereitet hat und einfach griffbereit mitnehmen kann. Also man muss einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut organisieren, wenn man jetzt gerade frische Eltern ist, weil es ist einfach nicht mehr wie vorher. Das Kind braucht einfach einige Sachen, die man mitnehmen muss. Und da sollte man sich gut drauf vorbereiten können, um nicht die Hälfte zu vergessen. Was mir auch vorher keiner gesagt hat, was ich mir natürlich irgendwie auch schon gedacht habe. Aber es ist doch sehr extrem, wie sich die Beziehung verändert. Ich sage jetzt mal gerade das erste Jahr. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass die Beziehung sich ins Negative verändert. Sie ist einfach nur anders. Vor der Schwangerschaft oder sogar noch in der Schwangerschaft ist es ja so, dass einfach nur man selber und sein Partner im Mittelpunkt steht. Es geht nur um sich selber und um seinen Partner. Alles andere kommt hinten ran, sag ich mal. Also jeder hat so seinen Partner im Fokus. Und wenn das Kind geboren ist, verändert sich das einfach von einem auf den anderen Tag. Also man hat auf einmal wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen nur noch, aber fast nur noch Augen fürs Kind. Also beide Parteien sind einfach so auf dieses Kind fixiert. Man möchte einfach, dass es seinem Kind gut geht und fixiert sich einfach total auf das Kind, sodass einfach die Beziehung ein bisschen hinten rangestellt wird. Also so war es bei uns auf jeden Fall und damit, das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Man funktioniert die erste Zeit einfach anders als Paar. Man sollte auch, finde ich, was sehr wichtig ist, auf einer freundschaftlichen Ebene sehr, sehr gut miteinander klarkommen. Wenn man das jetzt so sagen kann, ne? Eigentlich muss man das ja sowieso. Aber gerade als Eltern, weil man einfach ein gut eingespieltes Team sein muss. Die erste Zeit mit Kind kann einfach auch sehr kräfteraubend sein. Jedes Elternteil muss einfach Erholungsphasen haben. Es ist einfach auch anstrengend mit einem kleinen Kind. Und man muss sich da einfach gegenseitig sehr gut unterstützen. Und wie gesagt, die Beziehung läuft einfach die ersten Monate oder vielleicht sogar auch das erste Jahr einfach auf einer anderen Ebene. Und da muss man sich auch als Paar einfach auch erstmal dran gewöhnen. Das ist erstmal eine Umstellung. Ich glaube auch, ich würde sogar fast sagen, etwas mehr sogar für den Mann. Ich würde sogar fast sagen, die Frau ist noch fixierter auf das Kind als jetzt der Mann. Dass es vielleicht für den Mann manchmal eine etwas schwierigere Umstellung ist und die Frau das manchmal gar nicht so mitkriegt, wie sich die Beziehung gerade verändert. Das ist aber gar keine schlechte Veränderung. Man ist dann einfach Eltern und nicht mehr nur Liebespaar und daran muss man sich einfach erstmal gewöhnen. Dann auch noch zum Thema Schlaf. Also es wird ja oft so erzählt, dass der Schlaf nur die ersten Wochen etwas weniger sein könnte. Das ist nicht so, also das kann wirklich die ersten ein, zwei Jahre so sein, dass ein Kind nicht durchschläft, also genießt die Zeit noch durchzuschlafen, wenn ihr noch schwanger seid oder so. Das kann immer mal gute und schlechte Phasen geben, das ist ganz normal. Man gewöhnt sich auch daran, nicht mehr durchzuschlafen, aber es ist ein Märchen, sage ich mal.
dass es nur die ersten Wochen so ist. Also das kann wirklich, wir haben es heute immer noch und Mia ist jetzt 11 Monate alt, dass es immer mal bessere und schlechtere Schlafphasen gibt und das ist auch völlig normal. Das hat mir vorher keiner gesagt. Ja, meine Lieben, das war's auch mit dem Video. Wie nenne ich mir jetzt das Video? Das war's mit dem Video von Dingen, die sich ändern, wenn man Mama ist, die mir vorher keiner gesagt hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.